Wohnen bei der Lebenshilfe ist mehr als nur Unterkunft und Verpflegung. Die Lebenshilfe bietet ihren Bewohnern ein Zuhause, das den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird und eine persönliche Lebensgestaltung ermöglicht. Das Wohnangebot umfasst deshalb verschiedene Wohnformen. Die 7 Wohnhäuser in Bleibach, Elzach, Haslach, Hofstetten, Wolfach und Zell bieten ca. 140 Menschen mit Behinderungen einen überschaubaren Wohn- und Lebensraum. Das Leben in der Gemeinschaft vermittelt den Bewohnern Sicherheit, Geborgenheit sowie eine familiäre Atmosphäre. Dafür sorgen gemeinsame Mahlzeiten und Freizeitaktivitäten sowie die Möglichkeit, sich jederzeit an einen Betreuer zu wenden. Individuell eingerichtete Einzelzimmer gestatten ein hohes Maß an Privatsphäre und Rückzugsmöglichkeiten. Die zentrumsnahe Lage der Lebenshilfe-Wohnhäuser ermöglicht den Bewohnern, am gesellschaftlichen Leben in ihrer Gemeinde teilzunehmen. Ich glaube, ich bin unterwegs. Hallo? Einmal Brot. Viele erwachsene Menschen mit Behinderungen wünschen sich eine eigene Wohnung. Sie möchten ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen, alleine, als Paar oder in einer Wohngemeinschaft. Das Personal des ambulant betreuten Wohnens begleitet und unterstützt sie dabei. Etwa 50 Menschen mit Behinderungen leben in einer eigenen Wohnung in den verschiedenen Gemeinden des Kinzig und Elztals. Zentrale Anlaufstelle für die Bewohner des ambulant betreuten Wohnens ist der Wohntreff. Er dient als Treffpunkt nach Feierabend, zum geselligen Beisammensein, aber auch für Beratungsgespräche. An manchen Tagen wird zusammen gekocht. Wöchentlich finden Bildungs- und Freizeitangebote statt. Die Wohnschule dient zur Vorbereitung auf das ambulant betreute Wohnen. Sie soll den großen Sprung vom Elternhaus oder einem Lebenshilfewohnhaus zum selbstständigen Wohnen in der eigenen Wohnung erleichtern. In einer Wohngemeinschaft können Menschen mit Behinderungen innerhalb eines Jahres das Alleinewohnen trainieren. Einmal in der Woche findet ein spezielles Wohntraining statt. Neben Alltagsbewältigung, Haushaltsführung, Finanzplanung oder Gesundheit und Hygiene stehen auch Fragen zu Beziehungen und Partnerschaft auf dem Lehrplan. Die Lebenshilfe unterstützt auch Angehörige und Gastfamilien, die mit erwachsenen Menschen mit Behinderungen zusammenleben. Ziel ist es, familiäre Strukturen zu erhalten oder auch erst zu ermöglichen. Die Art und das zeitliche Ausmaß der Unterstützung durch die Lebenshilfe-Mitarbeiter richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf und erfolgt nach Absprache.